Österreichs ehemalige Außenministerin Karin Kneisel ist in einem Video der russischen Online-Plattform Vizboku aufgetaucht. Es zeigt die 58-Jährige offenbar bei einem kleinen Fest im Dorf Petroschowa, etwa 300 Kilometer südöstlich von Moskau. Sie spricht unter anderem von Hühnern und Ziegen und dem Leben auf dem Land. Im Jahr 2018, während ihrer Amtszeit, sorgte Kneisel für Aufsehen. Weil sie bei ihrer Hochzeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin tanzte. Der machte damals eine Stiftvisite in der Steiermark.